Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Testimonials. Das ist Testimonial, ich bin Testimario und heute gibt es ein neues Produkt für euch. Und zwar, ihr kennt es schon alle von den WADA-Channels und auch von unseren privaten Channels. Es ist der nette Havaral. Urgeil. In diesem Fall sind es die Miniaturen. Ihr habt 22x2cl Miniaturen in so einem richtig schönen, nicen, praktischen Package, das ihr einfach öffnen könnt und schon loslegen könnt. Was perfekt an diesen Miniaturen ist, ist, dass sie schnell runtergehen. Ja, das auch. Aber ideal sind, um sie mit euren Freunden zu teilen. Gerade jetzt, während wir eigentlich ein bisschen Distanz halten sollten, ist es praktisch, wenn jeder sein eigenes Fläschchen hat und man nicht aus einer großen Flasche gemeinsam trinkt. Dementsprechend würde ich mal sagen, Prost! Prost, ganz genau. Wir werden das jetzt mal ausprobieren und euch dann sagen, was da alles drinnen ist. Denn das ist das Besondere an dem Getränk. Prost, Harvey. Geil! Schmeckt gut wie immer. Eine Geschmacksexplosion, wenn man so nennen darf. Testimonial, erzähl uns mal, was da alles drin ist. Bei Havara ist es wirklich unverkennbar, dass es sehr nach Apfel und Zimt schmeckt. Das heißt, diese zwei Zutaten erkennt man sofort raus. Es hat diesen Touch von Omas Apfelstrudel. Aber des Weiteren sind noch Creme, Zucker, Senf, Kaffeebohne und natürlich Alkohol drin. Voll. Und nämlich, wie viel Prozent? 23, genauso viel wie die Wiener Bezirke. Hammer Idee, ich finde das richtig cool. Und ja, ihr wisst, es klingt verrückt, es schmeckt auch verrückt, es hat auch einen kleinen Nachgeschmack von Senf. Aber ganz ehrlich, das macht's aus und das macht eigentlich wirklich Spaß. Und davon kann man mehrere trinken und das werden wir jetzt beweisen, indem wir noch eins trinken. Weil der liebe Fabi heute nämlich nichts trinken wollte. Dementsprechend, jetzt hat er schon angefangen, dann müssen wir gleich weitermachen. Prost! Und das zeichnet einen echten Havara aus, weil... dass er immer und stets bereit ist, mit seinem Havara anzuheben. Fabian und ich machen auf unseren Channels gerade Werbung für die neue Edition, nämlich die Advents... Der heilige Havara. Der heilige Havara, nennen wir ihn so. Ja. Und zwar, wenn ihr Havara liked und denen folgt und auch uns folgt, werdet ihr jeden Tag die Möglichkeit haben, eine 0,7 Liter Flasche vom neuen Havara zu bekommen. Und das relativ easy und mit einem coolen Hintergedanken, weil es geht auch darum, dass ihr in Zeiten, wo ihr sehr distanziert zu euren Freunden euch aufhalten müsst, wieder Verbindung zu ihnen herstellt, indem ihr Erinnerungen oder irgendwelche coolen Fotos mit ihnen teilt und sie verlinkt und damit zeigt, dass ihr gerade an sie denkt. Weil das der Fabi so schön gesagt hat, finde ich, sollten wir darauf nochmal eintrinken. Das ist das Mindeste, was wir jetzt tun können, nach diesen schönen Worten. Dann sage ich mal, Havara, Prost. Prost! Und ja, es schmeckt noch immer, auch nach dem dritten. Kann man nichts sagen. Wird sogar besser, muss ich ehrlich sagen. Ja, Tatsache. Aber ja, das war eine weitere Folge. Der Havara spricht schon aus mir raus. Das war eine weitere Folge von den Testimonials. Nächste Woche geht es weiter. Mit welchem Produkt? Ganz genau, es bleibt spannend. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.